sein, dass man 2018 noch für sein Recht auf Privatsphäre und unsere Freiheit kämpfen muss. Bayern war erst der Anfang. Das PAG wird nun auch in anderen Bundesländern stark diskutiert. Das zeigt, dass Bayern wieder mal der Vorläufer im Einschränken unserer Rechte ist. Ich bin hier, um ein Zeichen zu setzen gegen das PAG. Es gibt unglaublich viele Menschen, die ihre Privatsphäre schützen wollen oder ihre Freiheit schützen wollen und dafür kämpfen wollen. Und deswegen bin ich hier, weil ich auch für meine Privatsphäre und für meine Freiheit kämpfen möchte. Ja, Polizeiaufgabengesetz ist ein krasser Einschnitt in die Bürgerrechte. Das Polizeiaufgabengesetz gibt der Polizei Rechte, in unser Leben einzudringen, wie es seit 1945 nicht mehr war. Weil dieses neue Polizeiaufgabengesetz mit massiv vielen neuen Befugnissen für die Polizei in meinen Augen eine Aushebelung der Gewaltenteilung in Deutschland bzw. jetzt erstmal im Freistaat Bayern mit sich bringt. Hallo, ich bin heute hier, weil ich für meine Freiheit kämpfe und weil ich gegen das neue Polizeiaufgabengesetz bin, weil ich einfach, ja, es ist gegen die Menschenrechte. Und durch totale Überwachung wird das Land nicht sicherer. Ganz im Gegenteil, Bayern ist sicher und es soll auch sicher bleiben. Ich glaube, es ist ein großer Schritt zum Überwachungsstaat, das PAG. Und ich finde es auch ehrlich gesagt nicht so cool, wenn Leute, gegen die überhaupt nichts vorliegt, überwacht werden. Statement zu geben, auf die Straße zu gehen und sich dafür einzusetzen, dass es nicht so weitergehen kann, dass man nicht alles mit sich machen lässt. Deswegen ist es auch wichtig, dass man hier kämpft, eben für seine Freiheit, für die Demokratie, dass wir quasi ein Wir werden können und die Vielfalt eben auch leben.